Guten Morgen, Leute. Moin, moin. Es ist jetzt mal in der Früh. Ich habe jetzt endlich mal jemanden gefunden, der sagt, hey, komm, wir machen mal ein Projekt zusammen. Wir haben uns überlegt, ein kleines Forstprojekt zu machen. Genau. Und ja. So, verlädst du dann oder? Ja. Weil dafür ist der kleine gerade irgendwie übrig. Soll ich dir die Stämme zurechtsägen? Du kannst sie zurechtsägen, ja. Also kannst halt mit dem Pickup daneben fahren und ne, auf Länge sägen. Ist das, was ich vorhin gemacht habe? Stimmt, die Maßband müssen wir uns auch noch runterladen. Ja. Nachträglich machen. Aber das hat jetzt erstmal noch ein bisschen Zeit. Ja. Wir haben übrigens schon ein bisschen vorgearbeitet. Also, Ja. wenn ihr euch wundert, warum das Geld so geschwunden ist, ja, Achtung, hängt kurz. Liegt unter anderem, Moment, daran, das haben wir gekauft, weil auf der Karte hier kein Sägewerk direkt als Produktion ist, sondern nur BGRs. Ja, und sonst gar keine Produktion. Und da haben wir uns hier unten das kleine Stückchen Fläche geholt, haben dort das Sägewerk drauf platziert und sind hier unten im Wald, den wir auch wieder aufforsten werden. Aber wenn das dann wächst, gehen wir dann einmal auf die andere Seite. Hoppala. So. Oder wirst du deine komischen Bäume hier aus dem Wald rauskratzen? Kann ich auch machen. Würde ich erstmal diese ganzen Äste da abmachen. Warte, ich ziehe erstmal. Kannst du da in Ruhe dann das zurechtsägen und aufladen? Na, ich muss jetzt halt erstmal hier den Innenbaum so ein bisschen rausschieben aus dem. Baum oder? Ja. Bäume liegen kreuz und quer. Besonders der Baum. Der liegt zwischen welchen wie viele Bäumen? Es kann sein, dass das irgendwie bei mir spackt das auch ab und zu rum, dass die Säge sagt, nö, ich will nicht. Da muss ich aber X drücken, um die zu aktivieren. Mit Tastatur toll. Na, was hast denn du gedacht? Das gibt's doch nicht, das ist doch nicht. Gut, da müssen wir. Was hast denn du gedacht? Ja, früher im 19er, da ging die Säge nur. Im 19er gab es auch den Bug nicht unbedingt, dass du ja, die Säge mit X aktivierst, sondern ja, mit der rechten Mit der Maus. Tastatur und gut war. Oh, wie schwer bist du? Kannst du dich anheben? Nee, zu schwer.
Dein Stehen heben. Nee, du bist noch komplett. Ja. Hier, du solltest hier auf Jetzt will dem sie. Ich hoffe, du lernst das nächste Mal ordentlich auf Maß zu sägen. Achso, die Musik, die ist nicht unbedingt GEMA-Vibes. So. Oh. Oh. Nein, auf mein Ohr. Hat man schon so ein schönes Ja. Tool an der Seite und trotzdem klappt es nicht so, wie es soll. Weiß gar nicht, wie viele Bäume ich, wo wir noch nicht aufgenommen, gefällt habe. Das will ich auch nicht wissen. Nein, nicht in den Baum schneiden. Nur die Äste. Hat er den ganzen Baum weggeht. Machen wir nochmal ein Stück zurück. Gut, das hat sich einfach so erledigt, aber naja. Oh, was hab ich denn hier veranstaltet? Oh, nö. Das wird jetzt nochmal eine schöne Kunst. So, bevor wieder in Kommentaren irgendwelche Hate-Leute um die Ecke kommen und sagen, hier, ey, so und so wird das im echten Leben nicht gemacht. Mir ist es gerade relativ egal. Ich will einfach nur gucken, ja, dass irgendwie diese Bäume auf die Poltergabel draufkommen. Und nichts weiter. So. Man ist leider nicht perfekt. Ja, war man noch nie und wird man auch nie sein. Ich merke schon, dass der Sound ist ein bisschen leiser. Ja. Warum?
Jetzt muss ich gucken. Warum ist es, sagen wir, so leise? Sound. Ja, Mikrofon, das geht. Das weiß ich. Aber Lautstärke. Ah. Jetzt habe ich es rausgefunden. Dürfte ich wohl langsamer was hören. So. Und sehen, komme ich an dem Ast zum Beispiel ein? Oder eher an dem Stamm? Das ist die Allradlenkung. Das wird wahrscheinlich gedacht. Ich will das nur lernen. Um. Falsch. Da rein. Nicht in das Auto. Echte. Da rein. Dankeschön. Hier. Was machst denn du gerade? Hab den Baumstamm andere Seite gelegt, dass er Ich nicht hab's im Weg gesehen. liegt. So. Ich hab's gesehen, das macht man aber normalerweise mit einem Gerät, ne? Du Ja, das kannst doch dann Gerät ist immer aber sagen. schon in Arbeit. Na, dann sag was, dann kriegst du das Gerät, dann nehme ich das andere. Auch gerade gedacht, mich stritten fährt. Ach so. Ja. Beim echten Leben kann man ja so einen Stamm nicht nehmen. Das ist es ja. Wir wollten es ja einigermaßen realistisch gestalten. Auch wenn es nicht zu 100% realistisch ist. Das machst du aber fein. Ja, ne.
Wenn man sich wenn man keine Arbeit macht, macht man sich Arbeit. Ja. Eigentlich hast du ja so zum Teil Arbeit, aber das machst du ja gerade schon. Eifer. Ja. Ich hab dir den extra den großen jetzt gerade gegeben, weil du musst halt die kompletten Stämme nehmen. Ich muss ja bloß so eine Klinge nehmen. Ja, am besten nimmst du das von oben, also wie als würdest du jetzt mit dem Kran von oben greifen. Ach so, so. Also wir sind übrigens schon 17 Minuten am Aufnehmen, ne? ja. Wir haben nichts geschafft in den 17 Minuten, außer Blödsinn. Beziehungsweise habe ich es geschafft, jetzt vier Stämme aufzuladen. Vier oder fünf Stämme? Jo. Fünf. Passt. Also ich glaube, halbe Stunde sollte dann doch aufgenommen werden. Also 45. Nee, 30. Und wenn jetzt jemand noch um die Ecke kommen will mit, holt euch doch so ein großes Gerät, was die Bäume fällt und direkt schneidet. Ja, wir starten erstmal klein und dann holen wir uns nach und nach bessere, größere Geräte. Komm noch. Also Großen realistisch. Gerede. Beziehungsweise so realistisch, wie es der 22er jetzt zulässt. Klingt ein Baum. Muss ich noch mal. Ach, du bist dagegen gefahren fast. Ja. Ich muss noch mal an den Baum dran, weil der Ast hängt. Na, den musst du natürlich absägen. Dafür den Weg drumherum.
Oh, dann kann man den ja zurecht schneiden. Ja, wenn du dann ordentlich beiseite legst mit, kann man den dann auch bei Gelegenheit zurechtschneiden. Legen am besten ans Ende von den anderen, also Richtung Stammende. Ich merke schon, dass wir richtige Forstprofis Ja, ne? Gerade mit diesen Maschinen hier. sind. Ja, so wie es gehört. Da Maus das Ding aufmacht, das ist auch. Ja, deswegen habe ich mir das Sideboard geholt vom G-Seismic. Ich jetzt bin ich hier. Naja, du könntest es auch ans andere Ende vom, also nicht hinter die Bäume, sondern nicht hier so hinlegen. Oder du kannst es so hier hinlegen, das passt von der Länge gerade. Ach, jetzt geht's. Muss ich erstmal aus meinem Fahrzeug ausstellen, oder was? Eben. War der Stamm hier schon gesägt? Weiß ich nicht. Weil ich habe jetzt bloß hier oben die Stücken gesägt. Gut. Was Ja, ist lass denn? mal den so. 2,5 Meter, das ist das hier. Ach so, hier. Den Stamm und diesen hier, den habe ich schon gesägt. Auf circa 3 Meter. Ich hoffe, so etwa. Ne, deswegen habe ich gesagt, du sollst dann, wenn du die jetzt zurecht sägst,
mit dem Pickup daneben fahren. Weil du hast hier ein perfektes Maß. Und der hat hier 6 Meter Knietsche gerade, 6,5. Und nee, fast 7. Da ist hier die Mitte. Ungefähr. Sind wir mal da. 3,2 Meter und 3,7 Meter, das passt so. So, dann fahre ich jetzt fix auf die andere Seite rüber. Auf dem Autodach liegt. Ich weiß, dass so was Kleines wie ich, ist eine kleine Kinderüberraschung. Ja, ne? So. Hi. So, wir nehmen jetzt 27 Minuten auf. Damit würde ich auch langsam mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ja. Ich hoffe, ihr schaltet ein. Jo. Auf Wiedersehen und ciao, ciao. Jo. Reingehauen. Jo.